Hallo, ich komme gerade von der Arbeit, deswegen sehe ich ein bisschen verstruppelt aus, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen wollte ich einen Tag beantworten. Und zwar wurde ich von Sunshine4x getaggt zu den Make-up-Fragen. Und es sind 33 Stück, das heißt, ich muss mich ein bisschen hinhalten, obwohl man jetzt auch als Nichtpartner 15 Minuten lang Videos machen kann. Was ich ziemlich gut finde, weil das erspart mir eine Menge Arbeit und ja, da muss ich nicht mehr so viel schneiden und meine Videos sind in der richtigen Qualität und im richtigen Format. Aber wie ich mich kenne, brauche ich jetzt wahrscheinlich 20 Minuten für ein Video, was dann bedeutet, dass ich doch schneiden müsste. Aber ich versuche mich hinzuhalten und ich habe wieder vergessen, mir eine Uhr hinzustellen. Und meine Kamera hat auch nur noch einen einzigen Akkustrich. Ich hoffe, er hält bis zum Schluss durch, weil sonst wäre es ziemlich blöd. Also erstens Lipgloss oder Lippenstift? Ich mag Lippenstift viel lieber. Zweitens Puder oder Creme-Lidschatten? Puder-Lidschatten. Drittens Metall oder matter Lidschatten? Das ist mir eigentlich Wumpe. Also das ist mir egal, das ist mir egal. Normale oder wasserfeste Mascara? Ich benutze immer normale Mascara, weil ich bei wasserfesten Mascara Angst habe, dass ich sie nicht mehr von den Wimpern runterbekomme oder dass ich so viel ruppeln und schrubben muss, dass es total, ja, nicht gut für meine Wimpern ist. Obwohl es natürlich wasserfesten Augen-Make-up-Entferner gibt, aber ich habe da trotzdem irgendwie so ein bisschen Panik, deswegen benutze ich immer normale Mascara. Foundation? Fragezeichen. Ich trage kein Make-up, ich mache lediglich Concealer, Abdeckstift ein bisschen und dann pudere ich drüber, das war's. Ich mag mir mein Gesicht nicht so voll batschen mit irgendwas und ich finde das Gefühl auch unangenehm, da was auf der Haut zu haben. Deswegen, also, wenn man das Foundation nennen kann, dann... Ach so, die nächste Frage ist sechstens Puder. Ja, Puder. Puder benutze ich. Ja, dann hätten wir das schon geklärt. Siebtens Rouge oder Bronzer? Rouge. Ich mag es überhaupt nicht, wenn das Gesicht so braun ist. Nee. Ich habe lieber eine zarte Blässe und so ein bisschen hier so mit Rouge. Das finde ich viel schöner als... Bronzer ist überhaupt nichts für mich. Nude oder knalliges Augen-Make-up? Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie ich gerade drauf bin. Also je nach Lust und Laune oder je nach Anlass ist es ganz unterschiedlich. 9. Selbstbräuner? Nein. 10. Nagellack? Ja, sehr gerne. Ich mag Nagellack ziemlich gerne. Nagellack. Lieblings-ES-Marke? Eyeshadow-Marke oder was soll das heißen? E/S-Marke. Ich glaube, ich hocke gerade auf der Leitung. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Lieblings-Amu-Kombi? Tja, was habe ich gerne? Wimperntusche auf jeden Fall und Kajalstift. Und wenn ich Zeit und Lust habe, dann noch Lidschatten. Ja. Aber Kajal mag ich gerne und Wimperntusche natürlich. Lieblings-Eyeliner. Ich habe noch nicht meinen Eyeliner gefunden. Ich habe mir einen von Essence gekauft. Mit dem bin ich aber nicht ganz so zufrieden. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr einen Eyeliner empfehlen. Dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Das würde mich freuen, weil das wäre ganz toll. Pinsel, Applikator oder Finger? Ich benutze Pinsel. Finger gar nicht. Habe ich eigentlich noch nie gemacht mit dem Finger. Höchstens dann mal die Patzer wegwischen und Applikator. Mit Applikatoren habe ich mich früher geschminkt, als ich noch keine YouTube-Videos geschaut habe und noch nicht wusste, dass man sowas mit dem Pinsel machen kann. Aber seitdem benutze ich Pinsel. Absolutes Schmink-No-Go. Too much. Einfach alles too much. Oder wenn sich jemand zu viel... Bronzer ins Gesicht schmiert und aussieht, als wäre er ein Brathähnchen oder überhaupt zu dunkles Make-up, also eine zu dunkle Grundierung, wo man dann hinten am Hals, der Hals ist viel heller als die Grundierung und überhaupt zu dick drauf gebatscht. Also das finde ich überhaupt nicht schön, das geht gar nicht, in meinen Augen. Schminkst du dich für die Schule? Wenn ja, würdest du auch ungeschminkt gehen? Ich gehe ja nicht mehr in die Schule. Ich habe mich damals nicht für die Schule geschminkt, von dem her ja, ich würde auch ungeschminkt in die Schule gehen. Für die Arbeit schminke ich mich jetzt aber immer. Nail Art zum Beispiel Stamping oder Farbe pur? Farbe pur. Ich mag keine Nageldesigns, ich mag kein Stamping, ich mag dieses ganze Zeugs nicht und ich finde auch nicht, dass es zu mir passt. Also ich mag einfach nur Nagellack und das reicht mir. Dann achtens, Make-up-Entferner, Reinigungstücher oder Reinigungsmilch? Ich benutze immer
Ja, ich habe ja kein Make-up jetzt so auf dem Gesicht, aber für die Augen benutze ich Augen-Make-up-Entferner und für den Rest nehme ich halt so eine Gesichtsreinigungsmittel. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein und damit wasche ich mich ganz normal dann. Wo war meine liebste Nagellackfarbe bzw. bei Stamping auf Farbkombis? Meine liebste Nagellackfarbe ist Pink. Ja, Pink. Oder dieses von P2, dieser, wie heißt der denn? Summer. Ich habe ihn da stehen. Ich glaube Summer Rain. Ich bin mir nicht sicher, aber dieser taubfarbene Nagellack. Aus der P2 Sunlove LE, glaube ich, oder? Ja, also den mag ich sehr gerne. Und meinen pinken Nagellack. Ich mache ja auch den nächsten Video über meine 10 Lieblingsnagellacke, weil da wurde ich auch getaggt. Und ja, da kann ich euch die dann mal zeigen und vorstellen. So, wo waren wir denn? Ich habe das hier übrigens aufgeschrieben und ich habe es ausgedruckt und total klein. Deswegen muss ich meine Augen ein bisschen anstrengen. Nagellackfarbe. Absolutes Hassprodukt. Und warum? Ich habe kein Hassprodukt, glaube ich. Nö. Weil wenn es ein Hassprodukt wäre, dann würde ich es ja nicht benutzen. Oder wenn ich es nicht mag, würde ich es auch nicht benutzen. Deswegen, nee, habe ich eigentlich nicht. Nude Lippenstift oder Farbe? Auf jeden Fall Farbe. Mit Nude Lippen kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde auch nicht, dass es mir steht. Und ich finde auch, dass es sehr viele Leute gibt, die sich die Lippen nudig anpinseln und es ihnen überhaupt nicht steht. Und ja, nur weil es im Trend ist, sollte man sollte nicht jeden Trend hinterherjagen, nur weil es ein Trend ist, sondern man sollte schon noch nach seiner eigenen Persönlichkeit gehen und auch gucken, steht mir das überhaupt. Nicht einfach nur, oh, es ist ein Trend, ich mache mir jetzt auch Nude Lippen. Nee. Das ist vielleicht auch ein Schmink-No-Go, jeden Trend hinterher zu laufen, obwohl es einem selber eigentlich überhaupt nicht steht und überhaupt nicht zum Typ passt, nur weil es Trend ist. Das ist bei Klamotten bei mir genauso. Also ich, die aktuellen Modekollektionen, wenn sie mir gefallen, dann kaufe ich mir da was davon, aber ich kaufe mir keine Sachen, nur weil es gerade Mode ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, diese Plateau-Absätze, diese Riesenabsätze waren ja auch mal eine Zeit lang in Mode. Ich fand es schrecklich, aber jeder hin zum Kunst ist damit rumgelaufen, aber es sah einfach nur schrecklich aus und ach ja, naja, wem es gefällt, aber nee, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Gezielt konturieren oder reicht ein Klacks Rouge? Naja, ich kleckse mir da nichts hin, ich mache halt hier, ne, so einen Fischmund und dann mache ich hier so lang, aber so gezielt ist es jetzt auch nicht, aber auch nicht so nur ein Klacks, also so ein Mittel, denke ich. Wird taub, egal ob Nagellack, Lidschatten etc. bleiben? Tja, keine Ahnung, ob das bleiben wird. Das wird die Zukunft zeigen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, deswegen weiß ich nicht, ob es bleiben wird. Ich habe einen taubfarbenen Nagellack und der gefällt mir sehr gut. Und den werde ich auch weiterhin tragen, wenn mir danach ist. Und ich werde mich nicht nach einem Trend richten. Und wenn es jetzt heißt, oh, der ist absolut out, sollte man nicht mehr tragen. Aber er gefällt mir trotzdem noch, dann werde ich ihn immer noch tragen. Jo. Haarpflege mit oder ohne Silikone? Ich habe mir da bis vor kurzem überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, aber da ich jetzt sehr um meine Haare besorgt bin und so weiter und so fort, versuche ich darauf zu achten, dass ich Haarpflegeprodukte ohne Silikone verwende. Benutzt du eine Lidschattenbase? Wenn ja, welche? Ich benutze die Lidschattenbase von Manhattan. Das ist auch die erste und einzige Lidschattenbase, die ich habe. Und ich war am Anfang zufrieden damit, aber inzwischen bin ich nicht mehr ganz so zufrieden. Da geht mal wieder jemand. Oh, mein Akku ist rot, ich muss mich beeilen. Deswegen, ich suche eine neue. Weiter. Dein Lieblingsparfüm und welche Duftrichtung? Mein Lieblingsparfüm ist Love von Lilly Brun oder wie auch immer. Dieses Rosane mit Herzchen. Ich habe da auch ein Video gemacht, wo ich euch das zeige. Vielleicht verlinke ich euch das unten oder hier irgendwo. Da müsst ihr mal gucken. So, also ich mag lieber süße Düfte, aber nicht so schwer. Vielleicht süß-blumig. Ja, vielleicht so. Wie oft im Monat, außerdem kann ich Düfte überhaupt nicht beschreiben, von dem her keine Ahnung. Es muss gut riechen und mir gefallen und dann ist gut. Wie oft im Monat kaufst du neue Schminkprodukte, Lidschatten, Rouge oder auch Nagellack? Wenn es was gibt, was mir gefällt oder wenn ich was brauche. Also das kann ich nicht genau sagen. Kaufst du mehr aus Limited Editions oder dem normalen Sortiment? In letzter Zeit habe ich mehr aus Limited Lim LEs gekauft. Machen wir es doch einfach.
Was hältst du von den Lush-Produkten und benutzt du die Farbpigmente? Farbpigmente. Bei mir gibt es kein Lush. Oh Gott, mein Akku blinkt. Bei mir gibt es kein Lush und ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ dafür. Wunschprodukt, was du noch nicht hast oder irgendwann mal leisten willst. Irgendwas von MAC. Lidschatten lieber als Pigment oder gepresst? Lieber als gepresst. Welches Beauty-Produkt hältst du für total überflüssig? Bronzer. Ja. Wie viel Zeit benötigst du vom Spiegel zum Schminken? Das kommt darauf an, wie viel ich mich schminke und wie viel ich mich schminke. Ich kann nur 5 bis 10 Minuten brauchen oder vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, weiß ich nicht, ob ich schon mal gebraucht habe. Nur für Schminken, ich glaube nicht, aber also länger, also so lange brauche ich eigentlich nicht. So, mein Akku blinkt und wir sind auch schon am Ende der Fragen. Ich habe es noch geschafft. Ich muss jetzt jeden Moment weg sein und deswegen verabschiede ich mich noch von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir das Ganze doch als Videoantwort, da würde ich mich sehr freuen. Oder schreibt